Woran erkennt man einen Krebspatienten? Daran, dass er so läuft. So, entschuldigen Sie die Verspätung, Herr und Frau Mörren. Ich sehe schon, die Ergebnisse Ihrer Fruchtwasseranalyse sind da. Wollen wir doch mal sehen. Ja, da können wir mittlerweile schon eine ganze Menge über Ihr Kind sagen. Aber wir lieben und akzeptieren unser Kind natürlich, egal was ist. Gut, dann können wir hier schon mal sagen, dass Ihr Kind mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% die Blutgruppe AB haben wird. Eine 42-prozentige Chance, dass man wahrscheinlich früher oder später um eine Brille nicht herumkommen wird. Ja, ja, das ist kein Problem. Ich habe ja auch eine Brille. Und ansonsten 32-prozentige Chance, dass man langfristig wahrscheinlich auch mit einer Blinddarm-OP rechnen müsste. Ja, das ist okay für uns. 12-prozentige Chance auf eine Laktoseintoleranz. 3-prozentige Chance, dass er mehr als 8 Meter groß ist und eine Heuschnupfenallergie mit 1,2%. Das ist aber recht gut behandelbar mittlerweile. Tja. Entschuldigung, was war das gerade? 3%, dass er 8 Meter groß ist und 1,2% auf Heuschnupfen. Wahrscheinlichkeit. 8 Meter? Genau, ja. 7,90 Meter bis 8,10 Meter, sowas in dem Bereich. Und zwei Familien sind doch alle ein bisschen größer. Ja, aber 8 Meter? Das ist doch, der wird doch gar nicht in sein neues Auto reinpassen. Und die Schaukel, die wir im Garten gebaut haben, das ist doch viel zu... Wir halten eine neue. Also, das ist doch nicht so. 8 Meter? Das passt schon. Caro. Ja. Das ist so groß wie 2, 4 Meter große Dinge. Oh Martin, jetzt übertreibst du doch ein bisschen. Also. Caro, stell dir mal einen Stapel von 500 Pfannkuchen vor. Oder 700 Waffeln. Aber gut, ich schweife ab. 8 Meter, der wird doch gar nicht in den Kinderwagen passen. Ja, wie groß? Ich meine, stell dir mal vor, er wird das einzige Kind in der ganzen Schule sein, das größer ist als der Lehrer. Das größer ist als die Schule. Und wie groß wäre er denn bei der Geburt? Jesus. Nein, das mache ich nicht. Das meine ich, vergiss es. Komm, Stefan. Das wird nicht passieren, das mache ich nicht, das sehe ich nicht. Komm, Alter, wir haben den ganzen Rest schon gedreht, wir haben alles aufgebaut. Komm, wir brauchen nur noch die eine Szene, komm. Fuck it, das mache ich nicht. Das wird nicht passieren. Ist das halt ernst? Nein, das mache ich nicht. Ach, Stefan! Stefan, ey... Originals.